Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, heute wollte ich mit euch zusammen den DLC von Arizona Sunshine zocken, und zwar den Deadman DLC. Ich habe schon öfters gelesen, wenn man die Oculus-Version hat, wie kauft man den oder wo holt man den? Und das möchte ich euch jetzt zeigen, weil ich habe ihn nämlich auch noch nicht geholt. Und zwar, wenn ihr hier schaut, hier liegt eine Kassette mit Deadman. Die legt ihr einfach ein, nehmt euch die Knarre, DLC kaufen. So, dann werdet ihr zum Oculus-Menü geführt. Das blende ich aber jetzt hier aus. Ja, das war's eigentlich schon. Ich habe jetzt diesen Part übersprungen, wo man den Code und so weiter eingeben muss. Das weiß ja jeder für sich selber. Ich möchte meinen Code jetzt hier nicht veröffentlichen. Ja, und dann kann man hier schon aussuchen Singleplayer, Multiplayer. Ja, und wir zocken jetzt den Multiplayer und ich würde sagen, viel Spaß. Jetzt geht's los. Lieutenant Parker hier. Der Ausbruch liegt jetzt nicht mehr in unseren Händen. Unsere Befehle sind eindeutig. Wir werden die Atombombe abfeuern. Die Raketenbasis wurde überrannt und abgeriegelt. Deshalb musst du über den Personaleingang hineingehen und den Start manuell bestätigen. Verstanden? Verstanden. Reingehen, eine Rakete abfeuern und das Feuerwerk genießen. Klingt einfach. Das ist die richtige Einstellung. Ich bin im LKW auf der anderen Seite und bringe dich nach Hause, wenn alles erledigt ist. Viel Glück. Over and out. Okay, wir wurden hier jetzt auf so eine Basis abgesetzt. Ja, wie ihr gehört habt, deutsche Synchronstimme. Ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Besser als die alte. Ist geil, wieder in diesem Setting zu sein. Jetzt geht das Sammeln wieder los. Okay, dann können wir jetzt nichts mit anfangen mit dem Kompass. Wir brauchen was zum Ballern. So. Kann man auch nichts mehr brauchen, weil wir brauchen nichts zum Bauen oder so. Also hier gibt es auch Snapturn, wie ihr seht, das wurde ich auch schon gefragt. Das ist jetzt natürlich 45 Grad, ich weiß aber jetzt gar nicht, ob man es einstellen kann. So, jetzt schauen wir mal weiter, da hinten sehen wir schon irgendwie was Böses. Wir ziehen uns aber hier mal rein, was hier so ist. Personalaufzug klingt nach meinem Weg hinein. Service Elevator. Wir brauchen auf jeden Fall eine Karte, mal schauen, ob der eine hat. Ne, der hat nix. Okay, also werden wir auf jeden Fall diese zwei Häuser untersuchen. Ah, sieht sehr cool aus. Also das ist ja die Geschichte vor dem normalen Arizona Sunshine. Okay, die ist zu. Dann wird es auf jeden Fall da reingehen. So, jetzt müssen wir uns auf was gefasst machen. Bam, Junge. In your face. Der hat einen Kopfschuss gekriegt. Boah, die steckt aber ein hier. Okay, den haben wir. Ich weiß nicht, wie viel Schuss wir noch haben, aber probieren wir mal. Der war gut. Dann werden wir erstmal hier zumachen, bevor wir hier irgendwie Überraschungen erleben. So. Eine Soda. Kann man nicht trinken. Sieht aber cool aus. Okay, weiter geht's. Schauen, kann man hier irgendwas aufmachen? Nein. Da hinten ist ein Tisch. Ja, hier können wir Mau Mau oder Poker spielen, ne? Wir müssen nachladen, sehe ich gerade. Ah ja, so ging es, nachladen. Schon lange nicht mehr gezockt, das Spiel. So, den Schrank müssen wir uns auf jeden Fall vornehmen. Das ist ein Rucksack. Aber schade, dass man Rucksäcke nicht untersuchen kann, das wäre auch noch cool. Wir haben Money wieder. Okay, jetzt gucken wir mal, wir hören da. Können wir hier durchgucken? Nein. Aber wir können eventuell von da durchgucken, ob da irgendwas vor der Tür steht oder so.
Ja, aber das sind die Geräusche wahrscheinlich, die aus dem Haus da hinten kommen. Oder? Boah, diese Geräusche sind immer ekelhaft. Ah, Autos noch untersuchen. Mir fehlt jetzt eine Taschenlampe, finde ich hier so ein bisschen dunkel in der Ecke hier. Ist aber nichts, leider. Okay. Ein bisschen Muni haben wir ja noch. Komm mal hier. Klick, klick. Tick, 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 boom. Das war die Bombe. Okay. Boah, das ist echt Booster. Was ist das? Muni? Kann ich gar nicht sehen. Wir haben aber auch keine Taschenlampe oder so. Ein toter Soldat. Was aber auch nichts mehr. Medic Pack. Ja. Hier ist die Keycard, oder? Schon mal gut. Wenn wir trotzdem nochmal einen ganz anderen Kram untersuchen hier. Hier nochmal zumachen. Ich hatte schon mal im normalen Arizona Sunshine aber mal mehrere Zombies im Haus standen. Das war nicht so toll. 100% haben wir, also wir werden auch nichts essen, aber falls ihr das Spiel nicht kennt, hier, die kann man essen. Ne? Sogar als Vegetarier kann man die essen. Okay, das war gerade normale Colt-Munition, aber die wird trotzdem zur normalen Muni zugezählt. Okay, mal schauen, ob wir später da noch eine andere Waffe finden. Aber mit der werden wir nicht weit kommen, wahrscheinlich. Okay, Muni haben wir schon mal. Wir können uns auf jeden Fall verteidigen. Panzertape. Ja, nehmen wir auch mit. Im Rucksack. Da war ich doch schon, oder? Ja, klar. Okay, dann haben wir eigentlich alles, oder? Außer den Kerl noch, aber der hat nichts. Okay, weiter geht's. Ja, wir haben die Keycard. Hier ist noch ein Auto. Oh, ich habe irgendwo gerade Schritte gehört. Auto checken wir auf jeden Fall auch noch mit. Aber hier ist nichts. Okay. Leider sind das so kleine Areale nur. Ja, wir gehen mal hier gucken, wie weit wir hier kommen, aber ich denke mal, hier ist Schluss, ne? Ja. Aber sieht trotzdem echt mega aus. Also von dem Spiel können echt gerne noch mehrere DLCs kommen. Und Keycard akzeptiert. So, dann sehen wir direkt mal. Wow. Checkpoint erreicht. Checkpoint ist immer gut. Eine Schere, da können wir den Zombies die Augen mit ausstechen? Nein. Okay, aber gut, noch Munition. Was ist hier? Also man sollte immer an Hebeln ziehen, ne? Aufzug gerufen. Ach, okay. Eindringlinge im Umfeld. Das ist nicht gut. Ne, das ist gar nicht gut. Aber wir können auch zumachen. Wow. Boah, das geht aber jetzt direkt ab hier. Und ich schieße gerade so schlecht. Warum schieße ich denn so schlecht? Der hat einen Helm angehabt. So, jetzt muss man ein bisschen besser zielen. Können wir uns sonst nicht erlauben. Irgendwie treffe ich durch den Zaun nicht direkt was. Oh, bleibst du da? Ja, komm. Wir haben noch keine Zeit. Komm, Aufzug. Oh. Bye, bye. Der hat auch noch einen weggekriegt. Das war knapp. Das war echt knapp. Hier haben wir schon eine automatische Waffe gebrauchen können. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet.
Störung Aufzug. Ah. Ja, warum sollte man sonst so Spiele in so Spielen Aufzüge einbauen? Ja, sonst blöd, oder? Okay, lässt ihr die Autobahn Schluss? Nee, also. Können jetzt die ganze Zeit festhalten. Oh, jetzt müssen wir hier auch noch Zirkus spielen. Wow. Okay, wir müssen einmal zum nächsten Aufzug. Checkpoint erreicht. Das hier können wir jetzt noch eine nehmen, also Taschenlampe ohne Ende. Jetzt haben wir zwei Taschenlampen. Und hier bin ich nun. Riskiere mein Leben, um meine Heimatstadt auszulöschen. Und das alles nur, damit mein Kind nachts schlafen kann. Okay, ich vermute, es wird wieder eine richtig dunkle, ja, dunkle Map oder so. Keine Ahnung, wie ich jetzt das sagen soll. Level. Gut, natürlich kommt dadurch auch ein bisschen mehr Horror mit ins Spiel. Die Tür, können wir die auch aufmachen? Ja, komm. Den lassen wir ein bisschen näher rankommen. Hier ist kein anderer. So, und wir haben den erlöst. Hast noch ein bisschen Muni. Diese Partikel sehen irgendwie cool aus. Sollen Staubpartikel sein oder ich weiß es gar nicht. So. Da ist noch. Wir haben 100%, da ist noch ein Kühlschrank, da könnten wir jetzt was rausholen. Die können wir nicht aufmachen. Oh, hoffentlich ist das jetzt nicht die ganze Zeit hier dunkel. Ich meine, ist natürlich cool. Für eine kleine Zeit, aber nicht die ganze. Okay, was ist hier? Ah, okay. Die Geräusche hören sich jetzt so an, dass sie nicht aus dem Loch kommen, sondern daher. Aber ich vermute eher, dass sie daher kommen. Wir haben einen Hut. Können wir aber nicht nehmen, schade. Ja, Leute, ich komme gleich. Ich check mal kurz die anderen Räume. Und da ist ja auch noch ein Raum. Wir dürfen hier nichts auslassen. Hallo? Okay, da geht's nicht weiter. Und hier wenigstens noch irgendwie Munition. Ist ein Rucksack. Basketball können wir spielen. Leider nein, okay. Dann geht's auf die Toilette und da sitzt bestimmt jemand. Weil Zombies, die essen ja auch viel, ne? Okay. Aber Muni. Ja, ich habe auch immer im Badezimmer auf Toilette liegt immer so ein Munitionspaket. Brauchst du einfach. Open. Ja, Leute, wie es aussieht, müssen wir echt da runter. Bisschen blöd. Wir laden jetzt erstmal nach. Die können wir ja so hinlegen, dann können wir die wieder nehmen. Und den Rest wird dann wieder zurückgeführt. So, jetzt gucken wir uns das erstmal an hier. Becken setzt aus auf dem Boden. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Tracking-Probleme. Wo stehe ich denn jetzt hier im Raum? Ah, okay. Ich stehe ein bisschen falsch. So, da hinten ist noch einer. Den können wir uns aber so holen. Parker hier. Du musst die Stromversorgung wiederherstellen und das System neu starten. Ich bin mir sicher, dass du eine Lösung finden wirst. Ja, schrei doch noch lauter. Hier sind ja nur Zombies. Komm, den holen wir uns jetzt so. Schnauze voll. Ja, zweimal hat er... Habe ich den jetzt zweimal ins Auge geschossen, oder was? Glaube ich zwar nicht. Okay, wir müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Gucken wir mal. Weil da sieht jetzt nicht so aus, dass wir irgendwas machen könnten. Warning, restricted area. Ja, der ist aber tot, ne?
Ja, deshalb müssen wir wahrscheinlich auch die Stromversorgung wiederherstellen. Okay. Können wir mal hier gucken, ob da irgendwas ist. Hier geht's runter. Lassen wir aber noch außen vor. Wir gehen erstmal hier alles abchecken auf der Etage. 100 open. Puh. Vom Setting her super stimmig. Sounds sind wie immer gut. Natürlich gerade war ein bisschen blöd, das hätte so ein bisschen mehr von unten vom Loch herkommen müssen. Das hörte sich aber anders, das Ganze woanders herkommt. Das kann man auf jeden Fall besser umsetzen. Aber ansonsten cool. Das sieht nützlich aus. Schlüssel ist immer nützlich. Kann man hier irgendwie drehen? Nö. Okay. Okay, jetzt können wir eigentlich nochmal, ja, wir können nicht, wir müssen sogar runter. Nehme ich mal kurz. So, dann packen wir, checken wir mal unten hier alles. Oh, immer die Taschenlampe halten ist echt extrem anstrengend. Natürlich realistisch, aber ein bisschen nervlich, nervig auch. Ja, nervlich. Was sag ich denn da? Junge. Kommen Sie nicht näher! Ich sage Ihnen, kommen Sie nicht näher! Boah, der steckt aber ein, der Junge. Boah. Also wir haben auf jeden Fall schon für automatische Waffen gut Munition gesammelt. Aber ich würde sagen, wir laden nochmal nach. Wer weiß, wie viel nachher kommen, und im Gefecht ist das schon mal ein bisschen schwierig. So, hier geht's wieder hoch. Checken aber erstmal hier alles. Oder? Lass uns mal kurz. Okay, da ist aber nichts. Oder erstmal nichts. Das ist eine Tür. Ich möchte hier nichts verpassen. Vielleicht liegt hier irgendwo eine gute Knarre. Ah, da liegt ein Soldat. Ah. Kann man die anziehen? Nö, nicht wirklich. Doch, ich glaube, ich habe es jetzt angezogen. Auch wenn es keiner sieht. Okay. Da ist was. Vielleicht ist da ja was drin. Nee. Okay, weiter geht's. Ich denke mal, wir müssen da hin. Es sieht so aus, als müsste ich da reingehen. Ja, sieht nicht so aus, wir müssen. Okay, machen wir jetzt zu. Mach zu. Checkpoint wieder erreicht. Und wir haben eine neue Waffe. Ja, wie geil ist das denn? Zum Stabilisieren Griff halten. Oh, geil, wir haben damit jetzt auch eine Kopflampe. Ja, wie geil. Das ist cool. Okay. Okay, was haben wir da? Ein Radio? Okay, eine Kurbel. Wir müssen wahrscheinlich... Ja, ist ja der Generator, ne? System neu gestartet. Okay, von hier kann nichts kommen, also machen wir erstmal okay, hier ein bisschen. Okay, es scheint, als wäre das System wieder in Betrieb. Gute Arbeit. Geh nun zum Bedienfeld und ruf den Wagen. Radio, euer Lichtstrahl. Heute ist es soweit, Leute. Sunshine Festival 2016. Diese Party wird in die Geschichte eingehen. Ich kann es schon wissen. Wie immer haben die Henderson's netterweise ihre Scheune geräumt, damit wir die ganze Nacht lang da okay. Du sollst jetzt ein bisschen aufräumen hier. Oh, der lässt immer wieder den Griff los. Oh, Alter, was kommt denn da alles jetzt?
Und ich muss hier auch noch hoch, ne? Oder? Klar, ich muss ja hier den Wagen rufen. Und ein bisschen besser zielen. Von da kommt auch noch was, müssen wir aufpassen. Wir rufen jetzt das Ding. Wagen gerufen. Eindringlinge im Umfeld. Ach du Scheiße. Ja. Jetzt kommen sie wieder von überall her. Oh je. Wagen gerufen. So ist es besser. Versuch zum Silo zu gelangen. Die Startsequenz muss dort bestätigt werden. Sei vorsichtig, es wird heiß hier drin. Oh Mann, ey. Viel Schuss haben wir nicht mehr für das automatische Gewehr. Und mich stört dieser Bug, dass er ab und zu die Hand wieder loslässt vorne. Boah, sieht richtig cool aus. Sind wir direkt unter der Rakete? Wenn jetzt losgeht, dann ist das Spiel schon vorbei. Also bisher muss ich sagen, echt gelungenes DLC. Und ich glaube, was war das jetzt? 1,99 oder so? Kann man echt nicht meckern. Okay, weiter geht's. Ich würde sagen, wir laden nochmal gleich nach. Da müssen wir erstmal eine... Ja, da kommt schon was. So. Wir können jetzt aber nochmal auf die normale Pistole wechseln. Wir müssen ein bisschen sparen. Hier ist nix. Da ist auch nichts. Jetzt möchte ich noch kurz gucken, da hinten war auch noch eine Tür. Ob wir da hinkommen können. Oder ob das nur... Nee, da kommen wir nicht hin, okay. Oder? Nee, da ist auch zu. Okay, also gibt es nur einen vorgegebenen Weg. Mach mal kurz. Neue Muni. Oh, vielleicht liegt da auch noch was. Nein. Hier nicht durch, okay. Ich war zu groß. Launch Confirmation required. Okay. Okay. Security Override. Es scheint, als hätte diesmal jemand den Start im letzten Moment abgebrochen. Ja, klar, wenn die hier eine Atombombe auf die Menschheit werfen wollen. Okay, da ist zu. Gleich geht's bestimmt ab hier. Ich muss mal kurz gucken, wo ich bin. So. Okay, da komme ich nicht hin. Ne, geht nicht auf. Schade, da wäre nämlich Muni gewesen, aber vielleicht kommen wir da jetzt noch irgendwie rein. Ich höre schon von rechts was. Oh ja. Okay, gehen wir gleich erstmal da gucken. Okay, weitere Munition. Da können wir uns schon fast wieder die Knarre hier nehmen. Bei der Anzahl an Gegnern.
war die auf einmal leer. Zielen klappt auch ganz gut. Wenn man ein Auge zumacht, eins. Ja, letzte Aufbäumen ist das. Hier liegt ein halbes Gesicht. Puh, okay. Radioaktive Zone. Oh. Ja, cool. Da brauchen wir aber, glaube ich, nicht rein, oder? Kommen wir auch gar nicht rein. Ist das eine F2000? Ne, eine P90, okay. Klar, die hat ja auch das Magazin hier oben. Okay, dann müssen wir... Jetzt haben wir eine neue Waffe. Jetzt können wir in den einen Raum rein. Was ich echt immer in den Spielen vermissen ist, dass man irgendwie NPCs trifft, ne? Das ist bei VR noch nicht so wirklich angekommen. Jawoll. Die haut auch ganz gut rein. Ach du Scheiße. Also durch den Zaun geht auch. Na kommt. Haha. Granaten haben wir noch keine, wäre jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Oh, das nervt, dieser Bug nervt, aber gut. So, wir sparen noch mal ein bisschen Muni. Na komm. Willst du auch noch hochklettern? Ja klar, komm. Hättest du fast geschafft. Alter, was ist das für ein Gerät? Jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, für welche Waffe. Das ist blöd. Ja, Taschenlampe brauchen wir eigentlich. Ich weiß es nicht. Ah, Taschenlampe brauchen wir. Ich weiß nicht, was noch kommt. Wir haben ja die P90 jetzt. Jetzt gucken wir uns mal kurz an, welche Munition dafür. Ah, okay, die zweite. Und die war der erste Slot, wo wir 102 haben. Okay, lassen wir aber erstmal so. Wir haben eine automatische Waffe. Und dann haben wir den Onkel hier dabei. Okay. Checken wir nochmal kurz den Raum hier ab. Da lag nämlich auch noch irgendwas. Beweg dich nicht, sonst... Okay. Ja, notfalls, wenn die P90 leer ist, haben wir halt die Pistole noch immer, ne? Oh, warum gehst du denn jetzt wieder auf? Lass das. Okay, sonst ist hier nichts. Da ist auch nichts mehr drin. Und der Schlüssel. Dass der Schlüssel für da hinten ist? Ja, können wir eigentlich mal gucken gehen, aber wir haben ja, glaube ich, sowieso System Override gemacht, ne? Hat man hier gar nicht reingeguckt? Nee, cool. Okay, dann müssen wir uns jetzt gleich beeilen. Achso. Das ist mein Stichwort zu gehen.
Jetzt müssen wir uns echt beeilen. Doxon, es wird dir schon langsam ziemlich stressig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleiben kann. Hier, nimm das. Ja, ich tue mein Bestes. Boah, der geht manchmal nicht. Echt blöd. Ich muss an die Oberseite gelangen. Oh Gott. Steuerung, bisschen buggy. Komm. Hey, jetzt hängt er schon wieder. So. Mann, das nervt aber ein bisschen. Nehmen wir nochmal die P90. Jetzt wird's aber zeitkritisch. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch auf der Uhr haben. Wo ist der LKW? Wo ist der verdammte LKW? Und die Bombe ist gezündet. Leutnant Parker! Ach du Scheiße! So viel zu der sicheren Fahrt nach Hause. Oh, wann ist denn mal los? Ach du Scheiße. Okay. Müssen wir uns hier durchboxen. Boom, Junge. Okay, gut. Gut, dass wir nicht mehr unter Zeitdruck stehen, glaube ich. Ich muss jetzt wieder gucken, wo ich hier im Raum bin. So. Na komm, du kriegst auch noch einen. Du musst weitergehen. Los. Komm. Und jetzt? Okay, Checkpoint. Jetzt geht's weiter. Ah. Ist wahrscheinlich alles verstrahlt. Oh Mann. Ah, hier sind überall Zombies. Versuchen wir uns einfach mal hier einen Weg durch zu bahnen. Ist das eine Raffinerie? Hier spricht Corporal John Doxon, der 5. Division der Spezialeinheit. Ist hier jemand? Verstanden, Corporal. Hier spricht Hauptmann Lopez. Wollte Parker dich nicht abholen? Was ist dein Status? Over. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Status ist, wir sind am Arsch. Diese Rakete hat mich ziemlich hart getroffen. Und Parker, er hat es nicht geschafft. Over. Okay, Doxon. Du musst deinen Arsch so schnell wie möglich zum Eingang bewegen. Wir werden bald Gesellschaft kriegen. Verstanden. Over and out. Tun wir nicht auf. Mann. Lichtanstrahlung sieht ja echt cool aus. Oh,
Ah, treff doch! Verdammt. So. Es ist ein bisschen ruhiger hier. Finden wir noch irgendwo Muni hier? Aber es sieht nicht so aus, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Ganze hier läuft. Fast. Da. Fast. Fast da. Hier ist nochmal Muni. Fast. Da. Also Synchro ist viel besser als die letzte. Mann, kommt, ja, kommt. Das ist geiler Teil. Wow. Wir wollen ein bisschen sparsam sein damit, ne? Wenn es geht, versuchen wir erstmal mit der normalen Pistole weiterzukommen. Aber für so Phasen, wo gerade, was weiß ich, 7, 8 Stück kommen, ist die Schrotflinte ganz gut. Ja, lauf. Lauf ohne Kniescheibe, Junge. Ah, hört der gar nicht mehr auf. Headshot, Headshot. Na kommt. Jeder kriegt eine Kugel, wenn er wollt. Die strengen sich aber auch an, eine Kugel zu kriegen. Oh, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Okay. Laufen wir einmal hier rum. Verwirrung stiften. Alter! Was geht denn mit euch ab? Alter! Hat er mich erschrocken. Hört gar nicht mehr auf, oder? Wir laufen einfach mal weiter. Hier. Wir werden die Tür öffnen, doch du musst zuerst sicherstellen, dass die Luft rein ist. Was? Oh Mann! Öffne bitte einfach die verdammte Tür! Oh Mann, ey, ja. Ja, jetzt kommen sie von allen Seiten wieder. Und ich wickle gerade mein Kabel rum. Ach du Scheiße. Boah, da hilft echt nur draufholzen jetzt. Ich lieb die P90. Ah, hier waren wir doch im ersten Teil auch, oder? Lauf! Lauf, lauf, lauf! Oh Gott! Was passiert mit mir? Öffnet ihm die Tür! Da steht die Station Gott. Noch. Nein! Stopp! Warum? Was? Du weißt, was zu tun ist. Scheiße. Du weißt, was zu tun ist. Wir verwandeln uns, oder? Tu es einfach! Es tut mir leid. Tu das. Du hast ja der Anfang vom Ende in Arizona Sunshine freigeschaltet, oder weiß der Geier was, das ist ja gerade spannend. Okay.
Okay, Leute, das war der Arizona Sunshine DLC Deadman. Und ich muss sagen, mir hat es echt gut gefallen. Und ich habe jetzt 2,50 bezahlt im Oculus Shop. Und ja, für 2,50 kann man echt nicht meckern. Klar, es war jetzt 35 bis 40 Minuten Spieldauer, sage ich mal. Man hätte wahrscheinlich auch noch länger zocken können, wenn man ein bisschen langsamer da durchgeht. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht durchgerusht. Ich hätte jetzt auch mit zwei Knarren schießen können gleichzeitig, das unterstützt der DLC ja auch. Habe ich leider nicht gemacht, weil ich noch irgendwie gewohnt war, die eine Seite die Taschenlampe, die andere Seite die Knarre. Cool war auch, dass man, wenn man eine Zweihandwaffe hat, eine Kopflampe hat, die dann wirklich strahlt. Das ging aber nur, wenn man auch die Taschenlampe besitzt. Also ansonsten ging das nicht. Ich weiß nicht, wie die das realisieren oder erklären, dass man die Taschenlampe dann hier auf den Kopf setzt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es momentan auch im Angebot. Wer das Spiel noch nicht hat, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich blende mal kurz hier um. So, im Steam Shop, wenn ihr das noch nicht habt, kostet das momentan 21,99 das komplette Paket. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, der DLC wäre jetzt enthalten. Und wenn nicht, 2,50 dazu, macht jetzt den Braten jetzt auch nicht fett. Aber ich glaube, das ist enthalten auf jeden Fall. Im Oculus Shop kostet das Ganze 20,99 und wird auch hier beworben mit Deadman DLC direkt. Deshalb gehe ich davon aus, dass es enthalten ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber wie gesagt, 2,50 € dazu ist okay und ich finde es gerechtfertigt, den Preis. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt ein Abo wäre geil. Daumen hoch, wenn das Video euch gefallen hat. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Spiel, würde ich sagen. Bis dann. Ciao.